Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der Map Steffishausen vierfach und ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. Ich stehe hier an meinem. Boah, ist das ein Monster, ne? An meinem Lieblingstraktor, den Fendt 1050 Vario. Das ist der geilste überhaupt. Der zweitgeilste ist natürlich der Deutz Vario TT. So. Wo haben wir aufgehört? Wir hatten hier Karotten geerntet, 549.000 Liter Getreidehandel Süd. Dann schicke ich dich jetzt mal zu Getreidehandel Süd und dann werden wir da gemeinsam die Karotten verkaufen. Ich kann eben noch die gemieteten Roder gerade mal loswerden. Finde ich, ist eine gute Idee. So und so und so. So, alle Mietfahrzeuge weg. Genau. Getreidehandel Ost. So. Alles zuklappen. Verkauf. Getreidehandel Ost. Fahr dahin. Dann gucken wir auch ihm zu beim Verkaufen, damit wir sehen, das sind hier 594.000 Liter Zuckerrüben. Ja. Ich brauche. Der Deutz hier, da ist er, ne? Nicht in Schwarz. Ich werde noch einen Deutz. Ja, doch. Ach, na, muss ich. Muss ich machen. Großtraktoren. Auch wenn ich mit dem Geld andere Pläne habe, ne? Aber der muss. Wir brauchen noch einen Deutz, damit wir zwei Fans haben. Dann haben wir auch zwei Deutz, Varia TT und den nehme ich dann aber natürlich in Schwarz. So, 9er Serie, da waren zwei Stück. Genau, und der muss das gewesen sein. Motorausführung auf Maximum getrimmt, Hauptfarbe Schwarz. So muss der aussehen, oder? Wunderbar. So, Reifenvariante mit Radgewichte. Designfarbe lassen wir, wie sie ist. Wir brauchen so oder so Traktoren. Ja, klar. Vier Traktoren. Der bekommt natürlich auch ein Gewicht. Schwarz-grau war der jetzt, der Varior. Oder geben wir ihm das Varior-Gelb? Komm, Designfarbe gucken wir mal. Da kriegt er das Gelb, weil er der Varior ist. Hauptfarbe schwarz. So, kaufen. Wir können das ja noch umkonfigurieren. So. Der. Rüber. Den Grubber bräuchte ich. So, wir haben jetzt vier Traktoren. Das heißt, es kann nichts mehr großartig schief gehen. Map, 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 Map. 47 und 48 war es. Ich bring den mal zu 48. Das ist hier oben. Genau. Fahr da mal hin. Jetzt. Sehr gut. Der parkt. Da ist er. So muss der aussehen, ne? In Gelb. Ich meine in Schwarz. Das ist der Varior. So. Jetzt haben wir auch vier Traktoren. Es kann nicht mehr viel schief gehen. Ne? So muss der doch sein. Finde ich. Gut. Wir machen noch ein paar Einstellungen. Das muss raus, das muss raus. Das muss umgestellt werden. Rundumleuchten, 95%. Einen halben Meter. Stressleuchten. Ja, er ist ja ein Traktor. So, anwenden. Wir gehen bei Cosplay rein. Warum, weiß ich nicht, aber okay. Fruchtumfahrung deaktivieren. Das muss eingestellt werden. Und Geschwindigkeiten 20. Dann hier ruhig mit 80. Auch wenn du mehr kannst. Ne? So, rückwärts mit 10. Und ja, das war's. Und dann fahr du mal zum Hof. Du musst ja hier oben nicht rumstehen.
So, wir gucken weiter. Der ist noch auf dem Weg, Getreidehandel Süd, da braucht man noch 3 Minuten. Der ist auf dem Weg, Getreidehandel Ost, da braucht er noch 7 Minuten. Ja, der, wie gesagt, der wartet. Den brauchen wir noch. Wir sind bei den Feldern. Ich übernehme den mal hier. Ich will ja die 48 und die 47 zusammenlegen. Und da soll dann halt Dinkel drauf. Ich glaube, das wird eine ganz einfache Kiste. Ich muss nur hier verbinden und das dann dazwischen. Ach, das kriegen wir schon hin. Das wird easy. Easy, easy going. So, und dann können wir hier Dinkel ansehen. Dann haben wir auch ein großes Dinkelfeld. Felder erstellen, zulassen. Mit Z. Wie Zeppelin. Wir müssen dann nur einen neuen Wartepunkt kreieren. Und dann haben wir es. So. Das ist ja nicht das Problem. Also, ne, das Feld nochmal neu anbinden. Mache ich dann auf dem Rückweg. Es hätte vielleicht sogar ganz gepasst, wenn ich auf dem Weg gefahren wäre. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber hey. Schwupp. Der Fahrer 9340 TTV TA ist angekommen. Ja. Das heißt, der Deutz Warrior ist auf dem Hof. The Warrior is in the house. Und dann gab es ja noch den King. Der King left. The King left the building. Und sowas, ne? So, anheben. Wollen wir sehen, dass wir hier noch den Übergang ein bisschen schicki-schicki machen. Nicht schicki-micki, schicki-schicki. So, absetzen. Wunderbärchen. Also hier werden wir noch eine Menge Felder zusammenlegen. Das sag ich euch so. Das wird garantiert auch wunderbar funktionieren. Dann den Rest vom Schützenfest. Und dann müsste ja jetzt, denke ich mal, gleich jeden Augenblick auch der Scania angekommen sein. An der Verkaufsstelle. So ist das fein. Ja, dann werden wir hier noch den Punkt neu bestimmen von Autodrive. So. Kannst du zuklappen. Machen wir mal hier an. Das können wir löschen, alles hier. Das auch. Das kann alles weg. So. Ja, wo machen wir den Punkt dann hin? Wir könnten den einfach. Könnten den einfach hier lassen. Ich möchte den hier haben, weil von hier aus, ne, kommt er in jede Ecke hin vom Feld. Wenn ich den da mache, dann könnte hier eventuell die Mauer im Weg sein. Das ist so
meine Denkensweise, ne? Jetzt ist nur die Frage, nennen wir es 47 oder nennen wir es 48? Ja. Sagen wir 48. Komm. Feld 48. So, das können wir jetzt einsortieren. Wunderbar. Und wir müssen, oder der ist immer noch nicht da, der Scania, ne? Oder ich habe es verpasst. Egal. Ich muss das Feld noch mit der blauen Linie umrunden. Fällt mir gerade ein. Das mache ich mal eben. Gesagt, getan. Blaue Linie ist rum. Feldausfahrten sind definiert. Kann ich dich jetzt wegparken mit Knopfdruck? Ja, es funktioniert. Super. Und weiter geht's. So, das neue verbundene Feld 48. Wollen wir doch mal sehen. Aktuellen Feldrandkurs berechnen. Das sieht schon mal soweit gut aus. Wir wollen das dann natürlich auf Feld 48 auch benennen. Komm, mit dem Scrollrad geht schneller. 48, 48, 48. Feldrandkurs für 48 in Liste überschreiben. Bäm. Theoretisch war es das. Futterwerk. Ich hatte ja zu wenig Stroh. Ne? Und Luzerne, genau. Nein, beim Schweinefutter war das. Dinkel war es. Genau. Und deshalb habe ich jetzt dieses Feld zusammengelegt, um ein großes Dinkelfeld zu haben, damit auch mehr Stroh anfällt. Ich hätte auch diesen Mod nehmen können, dass dann auch Rapsstroh und sowas anfällt, klar. Aber Feld 48 Nutzer. Aber nein. Auf Vorgewendebahn nein. Das sehen beginnen wir auf den Feldreihen. Dann machen wir zum Schluss die Vorgewende sauber und fahren dann vom Feld runter. So ist es gedacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Kurs müsste ja. Ja, er umfasst 47 und 48. Wunderbar, so muss das sein. Feld 48 sehen mit 36 Meter. Speichern. Dinkel ist eingestellt. Genau. Ich brauche. So, der kann weg, der Kurs. Das war vom Ruder. Der war vom Ruder. Feld 48. Brauche ich noch den Ordner. So. So. Wunderbar. 36 Meter. Das passt. So. Man kann ja schon mal loslegen. Abfahrer einstellen. Erster Wegpunkt. Und das gibt eine Menge Dinkel. Ne? Wir haben uns für Dinkel entschieden, weil der Ertrag so hoch ist. Hätten auch Weizen nehmen können. Warum haben wir Dinkel genommen? Hätten auch Roggen nehmen können. Warum hatte ich mich für Dinkel entschieden? Weil Dinkel doch einen viel höheren Ertrag hatte, ne? Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Dinkel. Also Dinkel müsste einen höheren Ertrag noch haben. Naja, auf jeden Fall. Sehen wir jetzt hier Dinkel an. So, das war Teil 1 der Action heute. Das neue Dinkelfeld. Ja. Ich hoffe, das wird alles schön sauber. Und jetzt, ja, du kannst hier abkoppeln. Bleibst schön stehen. Du bleibst hier. Ah. The neue Variable. Wir brauchen auch noch einen neuen Drescher. Ich bin ja noch nicht ganz fertig mit allem, ne? Ich bin ja noch nicht ganz fertig mit allem. Ich habe noch anderes im Kopf, was ich will. So. Aber jetzt geht es erstmal an die Kohle noch, ne? An die Kohle. So, der steht hier. Karotten. 529.000 Liter Karotten. Getreidehandel Süd. Und das macht jetzt wieder, das ist ja der Anhänger vom Thunder, ne? Das macht jetzt Hachi.
Dann sind die 549.000 Liter rausgespuckt und das Geld auf dem Konto. Achtung. Achi. Zack. 232.961 Euro. Oh, das ist ja, das ist ganz in Ordnung. Das ist ganz in Ordnung. Und hier haben wir noch die Zuckerrüben. So. Und dann laden wir die auch mal ab. Das dauert einen Moment länger, ne? Ja, irgendwann werden wir auch Zuckerrüben anpflanzen. Kommen wir gar nicht darum herum. Aber dann machen wir natürlich alles im großen Stil. So, weiter, 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 weiter. Bäm. 583.518 Euro. Wow. Das für Zuckerrüben. Mein lieber Scholli, das heißt ein sehr guter Preis. Wir bringen den nach Hause. Der Warrior ist schon wieder bezahlt. Ja. Wunderbar, würde ich sagen. Der braucht zum Ansehen gute 10 Minuten. So, was brauche ich als nächstes? Mal überlegen. Eigentlich erstmal noch ein Feld. Ich habe da nämlich so. Aha. PDF wird dann da so umgestaltet, erst nach dem Ansehen. Verstehe. Das ist ja völlig in Ordnung. Also ich brauche noch mehr Feld. Mehr Feld für Mais. Ich weiß jetzt nur nicht, wo es am besten ist. Sechzig, 65, 66. Das ist ein bisschen weit ab vom Hof. Nee, 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 nee. Ich kann auch nicht immer alles zusammenlegen, ne? Also, eigentlich ist es ja egal, wenn wir weit weg sind vom Hof. Oder? Dürfte uns ja nicht stören. Wir haben ja schnelle Fahrzeuge. Wo gehen wir denn hin? Tunnel. Brennerei 69. Da müssten wir hier rumfahren. Bin gerade ein bisschen ideenlos. Für ein neues Maisfeld. Was ist mit der 4? Die 4 für Mais? Dann wären wir schon mal da oben auch in der Ecke drin. Ist der Hof. Hier über die Brücke müssen wir eh rüber. Hier noch eine zweite Brücke. Also ich habe auf der 35 und der 27 jetzt Mais angesät, ne? Aber das ist mir zu wenig. Die 4 kostet 689.000. Ach, was mache ich denn? 4. So, kaufen. 689.000. Dann fahren wir doch mal zu 4 hin. Wo ist mein Pickup? Pickup, Pickup. Und gucken uns die 4 an. So, Feld 4, schon ans Netzwerk angeschlossen. Blaue Linie drumherum, Feldausfahrten und hier war mal Raps drauf. Tja, ich werde das mal bereinigen. Genau. So, da kommt nämlich eine neue Fruchtsorte drauf. Wenn wir das jetzt ansehen, dann gibt es hier wenigstens keine Scherereien. Und den schicken wir nach Hause. Prima. Was ist noch zu tun? Da sehen wir Mais drauf an. Nichts. Sauber machen. Auch sauber machen. Der ist im letzten Vorgewende. Dann kann ich den schicken zu dem neuen Feld 4 Mais ansehen. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Dann haben wir im nächsten Erntezyklus
Von allem eine ganze Menge. Ich lasse den mal schnell fertig machen. Okay, Abfahrer entlassen, Kurs löschen und Ziel ist das neue Feld 4. Fahren wir mal dahin. Ja, wir brauchen noch einen weiteren Drescher jetzt auf jeden Fall. Drescher, 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 Drescher. Halt. Da ist er schon. Der soll ja dann Felgenfarbe, lassen wir so, mit dem Maisgebiss arbeiten. Dann brauchen wir noch mal einen Anhänger. Natürlich wieder den von Thunder. Thunder, Thunder, Thunder. Wir brauchen ja bei zwei Dreschern auch zwei Abfahrer. Ne? Für jeden Drescher einen Abfahrer. Traktoren haben wir jetzt erstmal genug. Kommen sicherlich noch welche bei. Gar keine Frage. Na, da ist er. Kapazität auf Maximum, natürlich. In Rot haben wir das schon. Ich würde sagen, wir nehmen dann noch mal Hauptfarbe, Tiefschwarz, Schwarzchrom. So, Reifen lassen wir, Reifenvariante lassen wir, Design. Ne, das lassen wir weg. Logo, klar. Test Area und Thunder, das muss sein. Und Abdeckung muss auch sein. So. Auch gekauft. Da sind wir schon mal vorbereitet. Den nächsten Erntezyklus. Du bist schwarz. Du fährst zum Fahrzeughändler und holst den dann auch ab. Die Spur setzen. So, genau. Und los. Der Drescher muss zum Hof. Das Schneidwerk ist ja schon da. So. Läuft. Lübt. Lübt, läuft. Wer kommt bei Feld 4 an? Gerade. Ja, jetzt haben wir zwei kleine und ein großes Maisfeld. Das ist nicht schlimm. Die zwei kleinen, da fällt mir auch noch was für ein. Was wir damit machen. Das sollte nicht das Problem sein. So, wir stellen mal Mais ein. Mais, 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 Mais. Generiere Feldkurs. Auf dem Feld Nummer 4. Wir nehmen... Ups, war da richtig. Zwei Vorgewände, Feilreihen, weich. Das ist ja völlig in Ordnung. So können wir es lassen. Generiere Feldkurs. Ja, sieht gut aus. Feld 04 sehen mit 36 Metern. Boah. Wenn wir dann nicht auch genug Überschüsse haben zum Verkaufen, dann weiß ich auch nicht. So, und dann kümmern wir uns noch natürlich um weitere Produktionen. Und wir werden immer mehr auf Trab kommen hier. Immer mehr und 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 mehr. Und natürlich, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, wir werden immer mehr auf Trab kommen hier. Ne? So, er braucht jetzt 42, 41 Sekunden zum Startpunkt. Na. Na. Gucken, wie lange er dann für das Ansehen an sich braucht. Fahrer von 9340 TTV TA beim Fahrzeughändler. Genau. Er braucht ja dann auch noch einen Parkplatz. So, aufklappen. Und dann kriegen wir jetzt gleich die Zeitangabe, wie lange er zum Ansehen braucht. 10 Minuten. Da kann ich mit leben. Okay, 10 Minuten, prima. Anhänger dran, den hole ich jetzt auch noch zum Hof. Ich lasse Mais ansehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
wenn die Action beginnt, wenn wir neues Geld machen. Wir brauchen ja noch mehr Felder mit noch mehr Fruchtsorten. Ihr werdet sehen, das wird noch spannend. Uff. Und ab dafür. So, der Drescher ist schon da. Der kriegt natürlich dann auch noch einen Parkplatz zugewiesen. Jetzt brauche ich die Schneidwerke nicht mehr wechseln. Schneidwerk dran. Und Fetch. Lass den jetzt bewusst hier stehen. Mit dem Schneidwerk fürs nächste Mal. Ja. Prima. Ja. Das war's. Für heute. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bin auf eure Kommentare gespannt. Als nächstes, wie gesagt, werden wir sehen, dass wir Geld investieren für ein großes Sonnenblumenfeld. Dann möchte ich die Raffinerie auch ins Auge fassen. Wenn die Raffinerie läuft, wird es dann Zeit fürs Sägewerk, weil wir brauchen ja auch Leerpaletten und alles das. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich bin schon wieder auf eure Kommentare gespannt. Schon mal danke für eure Daumen nach oben. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.